Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu Train Fever. Und wir schreiben das Jahr 1960. Und ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was gebaut. Den sogenannten riesengroßen Lokschuppen. Das ist natürlich auch ein Mod, aber ja, dieses Drehkreuz geht natürlich nicht. Hier kann ich ganz normal wie in den anderen Spielen Loks kaufen, ja, Anhänger und sonstige Sachen. Und deswegen geht auch nur der eine Weg hier rein. Aber trotzdem, als nettes Gimmick ist es doch auf jeden Fall schön. Ich habe natürlich auch wieder diverse Wände hier hingesetzt und ja, ihr seht schon, die backen ab und zu mal irgendwo hier rein, aber ja, Hauptsache es sieht erstmal gut aus und noch nicht so viele neue Züge sind jetzt im Spiel, aber 1970, dann geht es richtig los, dann kommen die ersten richtigen neuen Züge, aber wir haben gerade im Nahverkehr neue Fahrzeuge. Wir gehen nochmal hier unten in LA, ihr seht jetzt hier diese alten Busse. Die werden jetzt auch nach und nach außer ja, Kraft gesetzt. Es war ja so, dass ich hier ja, neue Fahrzeuge aktiviert habe, weil die alten ja Kutschen etc. zu alt waren. Und kurz darauf sind neue Busse gekommen. Und da gehen wir einfach mal schnell nach New York. Und in New York werden wir gleich mal sehen, um welche Busse es sich handelt. Auch eine Mod. Und zwar hier. Dieser GM-Bus. Schöne Sache, ne? Sieht doch cool aus. Und ordentlich ausgenutzt, die Strecke. Da werden wir jetzt gleich mal gucken. Oh, die springen aber ordentlich. Und ja, ich habe ja ein großes Problem gehabt. Viel, viel Geld ausgegeben. Ihr habt ja beim letzten Mal gesehen, dass ich viele neue Züge aktiviert habe. Und dann wollten gewisse Sachen, jetzt hat man ein bisschen gestockt, nicht so funktionieren. Ich habe ja hier diese, ja, Lebenskreislauf gemacht, also dass hier Eisen abgeholt werden soll, Holz, nochmal Eisen und dann die Güter hierher und mit dem Eisen hier unten ja, hierher bringen, aber irgendwie war der Kreislauf zu ja, groß. So, da ist ein Zug ein bisschen alt geworden. Und was ist hier los? Naja, gucken wir mal, ist das überhaupt von der Linie? Ja, funktioniert. Also müsst ihr jetzt gleich losfahren. Diese Loks werden dann auch irgendwann, also diese E-Loks, werden deaktiviert. Ich denke mal, dann werde ich geschwind mal andere Anhänger nehmen. Warum manche Mods nicht richtig funktionieren, weiß nicht, ob das vielleicht was mit dem DLC zu tun hat und die wollen dann halt nicht. Und ja, große andere Probleme hatte ich ja auch, dass ich ja, Streckenabschnitte, so wie hinten, ihr seht schon, hier sind die alten Gleise und hier vorne fangen dann schon die neuen an. Ihr seht schon den Unterschied, so ein bisschen Silber, das sind hier diese Eisen oder diese ja, Betonschwellen und hier ist es halt noch aus Holz und ja, da bin ich mittlerweile dabei, das alles neu zu machen. Ne? Und hier auch noch alte Busse, wir schauen mal, wie alt das ist hier. Details, 8 Jahre. Ja, das war die Zeit, wo ich komplett alles neu umgebaut habe. Naja, was soll's. So, wir werden nochmal schauen, was hat sich hier so getan. Hier gerade in L.A., da rappelt es ganz schön in der Kiste. Und die Strecke L.A.-Dallas wird auf jeden Fall, müssen wir gleich mal schauen, L.A.-Dallas, L.A.-Dallas. Da haben wir nur einen Zug. Das ist der hier, 9-Minuten-Takt. Nicht so optimal. Und ja, das war halt auch so eine Strecke, die nicht so richtig funktionieren wollte auf einmal. Und da werden wir gleich mal gucken, zu diesem Zug hingehen. Ja, da werde ich auf jeden Fall einen neuen Zug hinsetzen müssen, ne? LA Dallas. Ah, schön. Schön, schön. Ja, die Dampfloks werden jetzt nach und nach alle deaktiviert. Und ihr seht schon, L.A. fängt langsam an, eine richtige Skyline zu entstehen. Das hatte ich ja beim ersten Part, wo ich hier ganz normal das Spiel gespielt habe, da hatte ich ja nicht so einen hohen Häuser. Da war es vielleicht das höchste oder das hier. Aber jetzt fangen hier schon langsam an, die Wolkenkratzer zu entstehen. Und herrlich. So, dann werden wir mal hier einen neuen Zug kaufen. Und zwar L.A. Dallas. Zukaufen
Und jetzt bin ich mir nicht sicher. Der geht bis 71, fährt 129. 188? Das ist eine ganz normale, ja, Diesellok. Ja, mehr so für, ja, Güter, ja. Und was ist, wenn ich die nehme? Die kann mehr ziehen. Ha, auch so schnell. Kostet auf jeden Fall eine ganze Menge, ne? So, Gesamt, bla bla bla. Affiliate habe ich nicht, ne? Ihr seht schon. Ich kann gar nicht so einen großen Sprünge machen. Und dieser Ene Schnellzug geht auch nicht. 1, hoch, das geht gar nicht. Selbst die Anhänger. Ich will ja denn die hier. Das sind ja die amerikanischen Anhänger. Ja, wir werden einfach mal die Zeit ein bisschen schneller machen. Vielleicht haben wir ja dann irgendwie schon ein bisschen mehr Geld. Dass wir gerade auf dieser Strecke was Neues hinsetzen. Ah. Ah, guckt euch an, wie lospreschen hier. Und das Geld kommt. Das Geld kommt. Wir werden erstmal schauen, welche Strecken sich nicht so richtig, ja, die nicht so richtig wollen. Und zwar eine 11-Minuten-Takt, das denke ich mal zu weit auseinander. Und hier die Güter. Ja, guckt euch mal an. Hier muss ich auf LA Washington. LA Washington. Da habe ich noch alte Dampfloks. Wir müssen mal schauen, wie. Wir mal schauen hier, was ist hier los? LA Washington. Aber da fahren auf jeden Fall Passagiere mit ohne Ende. Aber 36 Jahre, das ist eindeutig zu alt, ne? Hier sind sie. Die haben noch die ganz alten Waggons. Das wird auf jeden Fall die nächste Tour oder die nächste Strecke, die ich hier wahrscheinlich umändern werde. Aber mir fehlt, wie gesagt, das Geld. Nee, ich habe jetzt über 7 Millionen. Na, dann werden wir doch mal das machen. Langsam. Hier, diesen Zug gibt es auch nicht mehr. Hier, den hier. Aber 52, ey. Voll ausgelastet. LA Washington, ey. LA ist ja richtig genial. So. Wir werden dann mal schauen. Da werden wir hier auf diesem Bahnhof. So, die werden wir jetzt deaktivieren. Ihr wisst ja, ich habe ja was gelernt, wie man neue Züge hinzufügt, ne? Fahrzeug ersetzen. Und dann werden wir mal ganz geschwind. Ich werde 2,5 Millionen. Eins. Wir werden den hier nehmen. Das reicht. Ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau. Ja. Und dann sagen wir. Gut. Jetzt müsste es eigentlich die nächste Zeit dieser Zug denn deaktiviert werden. Oh, hier, es geht auch ab. Hier die Züge. Oh, ja, nicht ganz voll besetzt. Der geht nach Houston, voll besetzt. Und wie sieht überhaupt der Bahnhof aus? Houston, Washington, 41 Passagiere. LA, Washington geht ganz gut. Oh. Ah, sieht das nicht cool aus? Ja, gefällt mir. Aber hier merkt man schon, die ersten Leute fahren jetzt mit Autos hier lang. Aber ich bin mit dem Zug immer noch schneller. Also es geht immer noch. Und hier kann man jetzt nicht so machen, dass man hier die Straßen trennt. Und dann zu sagen, hey, pass auf, so geht's nicht. Hier auch voll besetzt. Aber der Takt ist eigentlich ganz gut. Hier ist auch so ein neuerer Bahnhof. Ihr wisst ja, das ist ja auch alles aus einer Mod. Ihr Baltimore Bahnhof, den habe ich nicht überall eingesetzt. Weil ich denke mal, so ein Urbahnhof hier, wie hier in Orlando, passt eigentlich auch gut. Hier muss ich auf jeden Fall auch noch die ganzen Gleise, also ihr seht schon, wie viel Arbeit ich jetzt hier habe, um das alles nur nach und nach auf Hofgeschwindigkeit zu machen. Und was haben wir hier? Naja, New York wird nicht so gerne angenommen, ne? Eigentlich traurig. Naja, gucken wir mal. So, wir gehen nochmal auf die Übersichtskarte. Ich habe ja gesagt, hier soll was geändert werden. Weil das macht zu viel Minus und sie sind auch ganz schön ausgelastet, würde ich sagen. Ne? Nee, 90 Passagiere.
28. Naja, die wollen dann irgendwann nicht mit die alten Dinger rumfahren, das ist klar. Wir werden mal nur auf Eisenbahn gehen jetzt. Also, das ist die Kohle. 1,2 Millionen minus. Das macht auch minus. Warum macht das so viel minus? Das macht auch. Oh, das ist doch nicht normal. So, Eisen und Kohle. Also die Güter machen momentan überhaupt nicht richtig Profit, muss ich sagen. Holz. Warum? Sind die einfach zu alt? 34 Jahre. Wie alt ist das? Details. 40 Jahre. Ja gut. Die sind eindeutig zu alt. Ich muss hier auch ein bisschen was tun. Und zwar werden wir jetzt diese Lok. Die macht mir zu viel Minus. Nö, es geht eigentlich noch. Aber die könnte dadurch ordentlich Plus machen danach. Die werden wir jetzt auch ersetzen. Jetzt werden wir mal ein paar Züge kaufen hier und ersetzen. So, diese Strecke, Fahrzeug, Fahrzeug wählen. Und was hat die eigentlich überhaupt drauf? Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Die geht bis 66. Nee, auf jeden Fall. Wir werden diese, die geht bis zu 80er Jahre, hinzufügen. Dann haben wir Güter. Offene Güter. Hat 18. Geschlossen. Wir machen mal so, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen hier. Und dann Holz. 1, 2, 3, 4. So, ja, ersetzen. Gut. Da haben wir diese Bahn aktiviert und hier ist nochmal Ware. Gehen wir nochmal zu den Zug hin. Was hat der alles? Ja, guckt euch mal an, der hat ja die ganz alten, ne? Wie alt war der Zug nochmal? 40 Jahre, den muss ich auf jeden Fall auch deaktivieren, aber da brauche ich keine Diesel-Lok nehmen. Fahrzeug ersetzen. Ey, ich werde eine Diesel-Lok wählen. Ah, ich werde diese Diesel-Lok nehmen, die kostet nicht so viel. Und hinzufügen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Gut, da haben wir das erledigt. Jetzt schauen wir mal diesen Zug an. Der ist 106 Jahre alt. Ach du Scheiße, wie kann der 106 Jahre alt sein? Das ist ja irgendwo ein Fehler jetzt hier. Okay, das ist Zug Nummer 3 auf der Linie nach St. Louis. Das ist der hier. Ja, Fahrzeug ersetzen. Ja, gucken wir mal, ob das alles so funktioniert. Ist das überhaupt der Zug jetzt hier? Nicht, dass ich hier irgendwas Falsches einklicke. Ah ja, gut, alles klar. Dann werden wir auf jeden Fall hinzufügen und Waren 1, 2, 3 und 1, 2. Und sagen, yippie-ka-yo. Das ist ja klar, wenn ich denn zu viele alte Lokomotiven habe, dass dann irgendwann mal. Jetzt müsste der automatisch hier reinfahren. Jetzt werden wir es mal beobachten, ob das funktioniert. Wir machen mal schnell. Ja, der hat noch die ganz alten Anhänger. Aber ich bin ja gespannt, ob der es jetzt macht. Ja, vielleicht kriegen die dann auch mit, dass man dann auch mehr Waren nach St. Louis fährt. Ist natürlich auch eine ungünstige Position. Ich fahre hier wirklich ganz schön weit. Aber ich möchte die Strecke auch nicht so deaktivieren. Warum macht er das nicht? Warum fährt er jetzt nicht rein? Ich habe doch gesagt, er soll. So. Geben wir denen nochmal eine Chance. So alter Zug, ey. Naja, ist na klar, dass er denn so viel Unterhaltkosten frisst, ne? Also
kriegt er natürlich nicht rein. Was hat der jetzt? Guck mal hier, 100. Ach, guck an, ey, der macht ja Minus ohne Ende. Also wenn er jetzt nicht reinfährt, dann muss ich es irgendwie manuell einstellen. Wie der hinten jener rast, ey. So, jetzt gibt er ab. Wenn wir gleich mal gucken, 1961. Zack. Ach, das ist... Ach, gucke an! Der hat es gleich so geändert. Aha, der fährt gar nicht dann gleich rein. So ist das. Da ist er. Oh, herrlich. Guckt euch den mal an, wie der rumrau. Oh, herrlich. Schön. Wie schnell fährt der? 82, das ist ordentlich. Das ist gut. So, ja, ne, herrlich. Hat ja funktioniert. Der müsste doch da eigentlich auch bei den anderen hier oben das auch funktioniert haben. Welche waren das? Aha. Was waren, welcher Zug waren das überhaupt jetzt nochmal? Der hier so große Probleme gemacht hat. L.A. Dallas. Die fahren 30 Jahre. Mhm. Gehen wir nochmal auf die Statistik. Fahrzeug habe ich hier nicht eingestellt. Dann war es bestimmt das hier. Welcher war denn das jetzt? Der. Ah, warte mal. Hier. Wenn wir nochmal raufgehen, was habe ich hier für Fahrzeuge eingestellt? Das werden wir mal Nein machen. Und hier unten. Wieso will denn der hier keine neuen Züge machen? Bei 100%. Aber die sind doch schon alt. Machen jetzt mal 25%. Mal sehen, was er da macht. Ja, dann würde ich an dieser Stelle erstmal das Video beenden. Ich hoffe, dass das hier alles irgendwann funktioniert und ich die neuesten Loks kriege. Wenn jetzt die nächste Zeit neue Loks kommen, dann werde ich auf jeden Fall mal ein Video dazwischen tun und vielleicht 1965 machen. Aber das sieht auf jeden Fall schon richtig nice aus. Und ja, mit den Worten möchte ich mich dann verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Train Fever. Und schreibt mir in den Kommentaren rein, ob ihr mehr davon sehen wollt. Mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.